mischen hier rein. Ich habe gesehen, dass die Kultisten ihre Trucks mit Wasser aus der Düngerfabrik beladen. Keine Ahnung, ob das Bomben oder Drogen sind. Ist mir auch egal. Alles okay, Mann. Oh. Das Versteck. Ach, das Ding. Ah, das. Ach, das war in der Gedanke, das ist lustig. Ja, ich weiß, da ist doch der Truck zum Schluss. Nee, das nicht. Doch, der Truck steht doch hier drin in dem Lagerhaus. Hör mal was auf. Oh, das war. War das der? Komm schon, spring doch hier hoch. Oh shit. Nein, nein, nein. Ach, war das Ding mit den Bienen? Ja. Okay, ist verschlossen. Ich habe vorhin nämlich einen Schlüssel eingesammelt. Hätte ja sein können, dass das der Schlüssel hier ist. Wo bist du? Komm hier hoch, ich hab's Schloss offen. Welches Schloss? Habe ich Schloss geknackt. Hier den Panzerschrank. Den Panzerschrank habe ich geöffnet. Super. Habe ich Schloss geknackt. Okay. Oh. Money. Ja, super. 500. Na ja, gut. Besser wie nichts, ne? Ich habe jetzt so ein paar wichtige Sachen geskillt, die ich denke. Dann habe ich da einfach mal ein bisschen was rumgeskillt. Genau, und dann hier rüber seilen. Wenn er es dann macht jetzt. Da ist der Truck nämlich drin. Normalerweise. Nee? Nee, da musst du erst dieses Fallen's End, erst diese Mission machen, damit er dahin kommt. Ah, okay. Weil du von der erst diese Mission kriegst. Verschlossen, Schlüssel benötigt. Wo? Hier bei mir, ja. Kann auch Schlösser knacken. Gut, wo wollt man hin? Gehen wir jetzt das hier machen. Ach nee, bewaffneter Konvoi ist. Da braucht man irgendwie ein besseres Fahrzeug. Bei. Das ist ein Truck, wobei, was nehmen wir denn noch? Tu mal einfach gleich hier unten in der hier, also ist ein Viehhof machen. Ach da. Wo bist du? Im Auto.
müsste, so habe ich schon wieder 4500. Habe schon wieder 4500 Dollar, wobei die ganzen Upgrades sind teilweise ein bisschen teuer. Aber dann gibt es mehr genug. Na, na, genau, lass uns die mal kurz zu Ende machen, dann kriegt man nämlich auch noch neue Sucht. Was soll der? Aber jetzt hast du die Mission zu Ende. Oh shit, hier brennt's wie so. Den müssen wir ein bisschen komisch machen. Jetzt haben wir ein schönes Auge. Wobei, wenn wir jetzt mal, jetzt haben wir ein besseres Auto, jetzt könnten wir auch diese komischen gepanzerten Trucks machen. Welche, also die Cowboys hier oben. Dann markier mal. Ah, ist schon. Oh. Ach, Hundi. Also mir ist es oft genug schon passiert, dass ich mit irgendwelchen Begleitern war. Da rennt mir voll, da rennt mir voll in Dings rein und auf einmal zack habe ich meinen eigenen Mann ohne umgeniedet. Brauchst du das, oder? Ja. Wo ist der nächste Konvoi? Waffneter Konvoi. Ist... Wobei hier hinten? Wobei, gehen wir erstmal... Was tun wir jetzt das machen, dann haben wir schon mal das Ding weg hier. Tun wir da oben mal vorne. Kommt der Hund dann eigentlich irgendwann wieder? Ja. Du kannst den nach einer gewissen Zeit wieder neu spawnen. Oh. Bin ich ja rechtzeitig weggefahren, ne? Ich habe jetzt mittlerweile auch den Schweißbrenner. Ich habe jetzt unten hier die Autoreparatur, habe ich ja auch. Also theoretisch, ja. Schau dir hier, ich weiß noch nicht, wie man den Schweißbrenner einsetzt. Nicht super. Über neues geworfen. Straßensperre zerstört. Ja, muss schnell die Mini noch einsammeln, so. Ja, sind wir doch gleich da. Lauf mal, oder? Hast du jetzt geschossen? Ja, das ist scheiße. Die wissen schon, wo wir sind. Das ist ja nicht Sinn des Spiels, dass die nicht live wissen, wo man ist. Nein, ist übrigens immer noch da, scheiße. Aber ich sehe die nicht, wo die sind. Das knallt ja von allen Richtungen.
aufwenden kannst. Gucken, ob den Hund wieder kriegt. Nee. Ja, ich sehe die Gegner nicht. Da hinten ist zwar einer, aber... Ja, dann haben wir wohl noch mehr sein. Ich hätte doch hier reden. Auf den Zug, auf den MG ist einer. Das nächste Mal nicht einfach losballern. Erstmal gucken, was da ist. Weil wenn die Alarm auslösen und so, ist das erste, was schon mal kaputt macht. Da geht es nämlich schneller und einfacher. Ja, und wenn wir Hunde wieder haben, dann können wir solche Aktionen auch bringen mit rein drin. Weil der markiert ja automatisch. Müsstest du denn jetzt schon wieder theoretisch schon wieder rufen können? Nee, 2 Minuten nur vor. Oh, hier ist ein Händler. Gut, bei mir, ich kann ihn nicht rufen. Ah, du ja, dein, da das ja dein Spiel schon ist. Nö, ja, ich guck gleich nochmal. Aber hier gibt's Munition. Okay, weiter ausbauen will ich die Liste eigentlich nicht. Oh, warte mal. Ist immer noch gesperrt. Waffen. Schalte das Waffenheld mit dem Vorteil zusätzlicher Holster frei. Dann kannst du noch eine große Waffe nehmen. Okay, das müsste man mir auch mal sagen. Na geht, das habe ich dir vergessen. Kann sein. Wo ist denn dieses Holster? Wenn du Q drückst, dann hast du so eine Art, dann hast du so eine Art Mausrad, dann hast du so eine Art Waffenrad. Nein, das Ding hier, das ist Zusatzholster, wir haben. Das brauche ich doch erstmal. Ach so, naja, so das Waffenrad, das ist Waffenmeister, Leutnant besiegt. Ein Leutnant besiegt. Ach so, wir müssen Leutnant besiegen, ist klar. Genau, so gut, hier, also den Waffensammler muss ich auch noch machen. Da muss ich aber irgendwas machen, schalte. Ach, Boomer kommt nach Verletzungen schneller zurück. Alles klar, das mache ich jetzt auch. Was? Das war 4 Punkte. Na, kommt nach Verletzung schneller zurück. Ach, da, ach, das Ding habe ich auch, ja. Da kommt dort dann schneller. Was haben wir hier noch? Schlossknacker 6. Nee, dann nehme ich lieber das. Was ja, haben wir? Wobei, ich würde lieber immer auf Boomer setzen. Nee, das ist nicht so wichtig. Ich habe ja auch Türen, die zu sind und sowas. Dann kann ich das auch alles knacken. Ja, oder so. Ja, gut. Ja, stimmt auch wieder. Weil das sind 6 Punkte und der Boomer sind 4 Punkte, also... Und, ja, die habe ich schneller zu haben. Machen wir jetzt Schlossknacker. Gut, jetzt gucken wir nochmal. Boomer. Ja, Boomer geht wieder. Alles klar. Dann komm mal. Schwierig und echt schmerzhaft. Aber es wird sich lohnen. Meine Leute
Dann habe ich auch gleich meine Munition. Dann habe ich auch noch meine so eine Art Mini-Pistole auch gleich noch ausgestattet mit so einer Art Schalldämpfer. Und größere Munition. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt würde ich sagen. In der Nähe. Sieht man jetzt nur ein bisschen doof. Hier ist ein Gefangenentransport, wobei. So richtig. Neues. Wobei ich würde aber sagen, tu mal nach vorne enden. Und dann kannst du wenigstens den Truck mal wenigstens dir holen. Okay, ich leg was Feuer. Nee, nicht Feuer, das ist offenbar oder sowas. Ach, das ist diese eine Mission, da wo du entführt wirst und da musst du so eine Art... Hier nicht zu entscheiden. Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring den zu mir. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entsühnung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Du wirst erkennen, jede Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos, egal wie klein, ich entreiße sie dir. Dann sehen wir, ob du die Entsühnung wert bist. Hallo.